Willkommen zu Frequent Traveler TV, auch wieder heute frisch gepresst, die Folge aus Kalifornien in Anaheim. Da gestern in Disneyland da ein Problem hatten mit dem Stream und so weiter und so fort, habe ich überlegt, komm, machen wir es vorher auf, nehmen wir es vorher auf und dann schicke ich das ab und dann könnt ihr es als Premiere um 19 Uhr deutscher Zeit schauen. Hier ist es auch quasi 19 Uhr, allerdings nur 7.12 Uhr, ein bisschen vor der Zeit. Die Themen, die ich für euch frisch gepresst habe und für euch habe, das ist natürlich das Thema Israel, logischerweise, was bedeutet der Krieg bzw. die Aktivitäten zwischen der Hamas und Israel. Dann Sun Express, die Tochter der Lufthansa und der Türkisch, die wollen in Berlin zumindest nicht reduzieren. Dann gibt es neue Möglichkeiten mit EES, allerdings jetzt nicht sofort, sondern es dauert weiter länger. Wer nicht weiß, was EES ist, sollte warten, bis die Sendung das bespricht. Nein, ehrlicherweise ist das das europäische Ein- und Ausreisesystem. Es ist verspätet, so einfach ist das. Und dann haben wir uns nochmal die Flughäfen angeguckt. Da geht es nämlich darum, bei Netzwerk-Carriern, wie die Netzwerke sind und wie ihr da dann im Ranking unterschiedliche Sachen seht, aber da ist es wirklich so, dass es darum geht, dass man bei OAG, das ist die Official Airline Guide, OAG, genau, Official Airline Guide, die haben herausgegeben, welche Flughäfen, und zwar die 10 meisten, die meisten Verbindungen haben, weltweit. Ja, denkt dran, den Kanal auch heute wieder zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig zu kommentieren. Ich werde vielleicht bei der Sendung versuchen, live online mit dabei zu sein und eure Fragen direkt zu beantworten und zu kommentieren. Und schauen wir mal, was morgen Freddy macht, dann haben wir morgen auch wieder die Sendung. Ansonsten muss ich mir was überlegen dafür, kein Problem, oder? Natürlich nicht. Ja, denkt dran, es geht jetzt los. Und zwar das erste Thema, Flughafen. Tel Aviv ist ja besonders betroffen durch die Angriffe der Hamas auf Israel. Die Israelis haben ja auch angefangen zu reagieren. Die Todeszahlen gehen leider auch hoch und das israelische Militär hat 2000 Raketen mit zu kämpfen gehabt, haben auch mit Terroraktivitäten zu tun gehabt, dass Leute da mit Terrorkommandos gekommen sind seit heute Morgen. Problematisch ist natürlich auch, dass man das Ganze jetzt auch als Krieg bezeichnet. Und das hat dann auch Auswirkungen auf den internationalen Flugverkehr. Schauen wir uns das einfach mal an. Und zwar gab es einen Flug von Istanbul nach Tel Aviv, der eigentlich gar nicht so lang ist und gar nicht so weit ist. Aber der ist dann umgedreht. Da der Flughafen in Tel Aviv aber nicht geschlossen ist, ist das eine Entscheidung der Fluggesellschaft. Und im Regelfall ist es ja auch so, dass die Fluggesellschaften sehr nah mit ihren Versicherungen arbeiten, mit der Bundesregierung arbeiten, mit Geheimdiensten arbeiten und da dann entscheiden im Einzelfall, ob sie fliegen oder nicht. Und es wird den Crews ja auch freigestellt, ob sie fliegen. Das ist auch noch eine interessante Geschichte. Kann Freddy vielleicht was zu erzählen? Auf jeden Fall ist es so, dass der Flughafen nicht geschlossen ist. Die meisten Flüge sind regulär gelandet, aber auch die Lufthansa hat angefangen, dass man die Angebote nach Tel Aviv reduziert. Und das ist natürlich dann so. Die Swiss fliegt noch zweimal und stellt am Samstagabend das Angebot bis auf Weiteres ein. Und die Lufthansa fliegt noch einmal und dann ist auch Schluss mit lustig. Bei der El Al kann man umbuchen, wenn man möchte. Und das sind so die Nachrichten aus dem Bereich. Für Gründe oder sowas, das können wir mal am Stammtisch besprechen, wie es zu diesen Auseinandersetzungen wieder gerade jetzt kommt. Das ist auch ein Thema. Stammtische, kommt zum Stammtisch, da besprechen wir alles. Das nächste Thema sind die Freunde von Sun Express. Sun Express plant natürlich mit dem BR Flughafen und man möchte auch natürlich die türkische Community. Und Berlin ist ja nicht umsonst die zweitgrößte Stadt mit türkischen Einwohnern oder wie sagt man das jetzt nochmal? Also auf jeden Fall ist es nicht die Stadt, die... Berlin ist die Stadt mit den zweitmeisten türkischen Einwohnern auf der Welt. So ist es richtig. Ich glaube, nur Istanbul ist größer. Aber kann sich mittlerweile geändert haben. Wenn ihr da Zahlen habt, kommentiert es unten. So. Und ganz wichtig ist es halt, dass natürlich Sun Express sein Streckenangebot auch sogar ausbauen möchte. 2024, weil 40% der Leute, die halt fliegen mit Sun Express, die fliegen familienbedingt. Das heißt also Heimaturlaube und so weiter und so fort.
Also da macht das natürlich Sinn und das Interesse ist dort besonders groß. Gerade auch in der Krise war es so, dass natürlich viele nach Hause wollten. Kann man ja absolut verstehen, da gibt es gar nichts. Man will auch. Ihr merkt, die Lautstärke der Autos ist hier etwas anders eingeschätzt als beim deutschen guten alten TÜV. Aber na gut, so habt ihr wenigstens, glaube ich, einen Dodge Charger war es gesehen und gehört. Na, zurück zur Sun Express, die wollen natürlich da das Ganze auch mitnehmen, weil sie natürlich damit quasi ihre Zielgruppe auch haben in Berlin und damit ist das Thema auch relativ tipptopp. Ja, was gibt es noch dazu zu erzählen? Eigentlich gar nichts. Schön, dass Berliner Flughafen da einen guten Kunden hat. Das EES, das Europäische Ein- und Ausreisesystem, ist wohl weiter verspätet. Und zwar ist das so, dass man in Europa mal anfangen möchte, auch jetzt die Ein- und Ausreisen der Leute zu registrieren. Macht ja Sinn durchaus. Die Amerikaner machen das ja auch. Ich kann euch das nur sagen, wenn ihr zum Beispiel in den USA seid und dann googelt mal I-94, also I-94. Und da könnt ihr dann, wenn ihr eure Ausweisnummer eingibt, sehen, wann ihr mit dem Ausweis ein- und ausgereist seid. Ich empfehle das übrigens auch jedem zu machen, der auf dem Landwege ausreist, zu gucken, dass das ordentlich erfasst worden ist, weil sonst kann es zu Problemen bei der nächsten Einreise kommen. Nichtsdestotrotz, das europäische Ein- und Ausreisesystem wird weiter verzögert und natürlich nicht im Frühjahr 2024 freigeschaltet werden, ist ja klar. Das ist so, man möchte jetzt Ende 2024 das Ganze beginnen. Nur so am Rande, das System sollte schon seit 2021 dran sein. Also man ist jetzt nicht wirklich verspätet, wenn man so in den Zeitzonen denkt, die in solchen Themen normalerweise sind. Das heißt also, alles, was unter 10 Jahren Verspätung ist, ist noch pünktlich. Auf jeden Fall ist es so, dass man da bei der Veranstaltung eine Großdatenbank machen möchte, mit dem man die Passdaten identifiziert und vor allem die biometrischen Passagierdaten zusätzlich. Und diese werden für 3 Jahre gespeichert. Diese Daten werden bei der Ein- und Ausreise mit den Datenbanken von Polizei und weiteren Sicherheitsbehörden abgeglichen. Und damit wird dann auch der Stempel im Reisepass ersetzt werden. Ein Zitat hier von der EU-Agentur, das EES erleichtert auch die Identifizierung von Reisen, die kein Recht auf Einreise haben oder die sich zu lange in europäischen Ländern aufgehalten haben, die das EES nutzen. Das ist natürlich eine interessante Sache, hier wieder auf die Worte zu schauen. Und zwar ist es, die sich zu lange in den europäischen Ländern aufgehalten haben, die das EES nutzen. Das heißt also, es wird wahrscheinlich wieder nicht alle nutzen. Das ist das Nächste. Es ist auch die technische Grundlage, um die Einreise- und Ausnahme, Einreise- und Genehmigungssystem ETIAS zu starten. Das ist das, was in Amerika ESTA heißt. Heißt also, dass man sich voran abmeldet und so weiter. Weil damit kann man sich aus 60 Staaten, die von einer Visumspflicht im Schengen-Raum ausgenommen sind, vor der Abreise, so wie es bei den Amerikanern ist, registrieren. Macht durchaus Sinn. Aber ihr seht, solche Projekte sind natürlich schwierig. Jetzt haben wir noch was aus der Welt der Aviation, der Konnektivität, und zwar aus den Flughäfen. Welcher Flughafen hat die meiste Konnektivität? Und zwar, da ist es so, dass man bei AOG schaut, welche Flughäfen wirklich am meisten Linienverbindungen haben und von und zu internationalen Zielen. Das ist natürlich für Dubai einfach, weil in Dubai ist ja gefühlt alles international, wenn es rausgeht. Aus Chicago oder sowas ist das halt etwas schwieriger. Dann lass uns doch mal gucken, welche Flughäfen wir da haben. Also auf Platz Nummer 10 ist Chicago O'Hare. Dann haben wir Paris Charles de Gaulle auf Nummer 9. Weiter geht es mit Seoul Incheon auf Platz Nummer 8. Istanbul auf Platz Nummer 7. Dann geht es weiter mit den Freunden von Frankfurt. Frankfurt ist auf Platz Nummer 6, was Konnektivität angeht. Das ist doch super. Dann Tokio, Haneda, dann Kuala Lumpur auf Platz 4. Haneda war 5, nur damit es gesagt wurde. Amsterdam ist noch auf Nummer 3, bis das Ganze natürlich reduziert wird. JFK auf 2 und der Gewinner ist London Heathrow. Also daran sieht man, dass diese Konnektivität natürlich ein Riesenthema ist. Und für uns natürlich auch
immer sichtbar, welcher Flughafen interessant ist fürs Umsteigen, wo es halt auch die meisten Verbindungen gibt. Ja, hier merkt man echt, dass der Verkehr noch richtig Gas geben kann. Obwohl die Preise für die Gallone, ich bin ja wieder aus den Latschen gekippt, einfach geschmeidig fast 7 Dollar. Über 6 Dollar per Kaputte, je nachdem. Aber so ist das hier im Leben. Auf jeden Fall, denkt dran, Kanal abonnieren, Glocke anmachen, Like da lassen und so weiter und so fort. Ich gebe euch aber trotzdem, wie immer, an dieser Stelle einfach den Abspann. Also, bis dann. Danke, ciao.